Mir dünkt, euch sind die Möglichkeiten für einen Gegenangriff ausgegangen. Wollt ihr euer Schwert nicht senken? Oh, wir schon. Oh. Falls ihr keine weiteren Fragen an die Zeugen habt, sieht das Gericht die Befragung als abgeschlossen an. Habt ihr noch irgendetwas vorzubringen? Ein paar letzte Worte? Fällt eure Entscheidung? Seid ihr fertig? In der Tat! Genau gleichzeitig! Das war so. Ich sehe schon, mein eigener Sound ist nächstes Mal ein Sound. Ja. Und zwar vor den Rest geschnitten von dem In der Tat. Ja. Oh, ja, den hatten wir ja jetzt nicht mehr so oft, aber das macht ja nichts. Nein, wirklich nicht. Weil am Anfang haben wir klargestellt, das ist Laborchef Dr. Clank. Richtig. Und dann brauchten wir nur noch das In der Tat. Okay, ich kann keine Zeit mehr verschwenden. Ich muss mich jetzt entscheiden. Soll ich den Papagei als Zeugen aufrufen? Jupp, was sollen wir sonst machen? Ja. Euer Ehren, die Verteidigung möchte einen neuen Zeugen aufrufen. Einen neuen... Zeugen? An wen habt ihr gedacht? An Laborchef Dr. Clank. In der Tat. In der Tat. Oh, an wen habt ihr gedacht? Da hätten wir jetzt wirklich diesen Sound gebraucht. Laborchef Dr. Clank. Denn Laborchef Dr. Clank ist... Doping für die Haare. Ja, oder Jonathan Frakes, ohne ich bin. Stimmt. Ah. Hm. Vielleicht sollten wir einfach wirklich dann Jonathan Frakes nur nehmen, also den Sound kürzen. Ja, das ist richtig. Jonathan Frakes. In der Tat. Ja, das ist richtig. Laborchef Dr. Clank. In der Tat. In der Tat. Der sagt das so blöd. Ja. Das ist ja unmöglich. Ja, der sagt das so blöd. In der Tat. An einen Zeugen, den ihr alle kennt, Herrn Cookie. Herrn Cookie. In der Tat. Ich kenne keinen Menschen mit diesem Namen. Sind Sie sich da sicher? Nein, wirklich nicht. Herr Cookie! Herr Cookie! Herr Cookie, dir unter den Rock. Die Verteidigung ruft nun einen neuen Zeugen auf, Herrn Cookie, den Papagei. Juhu! Bah. Ich hab dich so lange nicht gesehen, wo warst du nur all die Jahre? Boah, auf den war ich jetzt richtig stolz. Was ist denn das? Das muss eine Anspielung auf einen Film sein, den ich nicht kenne. Nein, er hat gesagt, bah. Ja. Ich hab dich so lange nicht gesehen. Wo warst du? Achso, ich dachte, das wäre jetzt wirklich nur eine Anspielung und nicht selbst erfunden. Nö, ja, das kommt ja in jedem dritten Familiendrama vor, von daher. Okay, hast du auch recht. Hm. Ich weiß nicht, ich gucke keine, guck keine Familiendramen, ich gucke nur noch... Das Internet. Juhu! Oh, Moment. Das Internet. Doping für die Haare. Da kam leider nichts. Ah, das Internet. Doping für die Haare. Ach so. In der Tat. Das Internet. Das Flinst. Okay. Ich hab noch gar nicht vorgelesen. Achso, damit schießt ihr den Vogel ab. Mach mal.
Okay. Damit schießt du den Vogel ab. Dies ist ein Hexengericht. Derartige Witze sind eine Missachtung des Gerichts. Das ist kein Witz. Das ist schon mal passiert. Mhm. Herr Cookie war Zeuge des Verbrechens. Er hat gesehen, was passiert ist, und er hat es auch gehört. Er ist ein genauso guter Zeuge wie alle anderen auch, beziehungsweise er ist kein schlechter. Einspruch. Nein. Und meine absolute Lieblingsvariante, der Mann, der von der Klippe fällt. Nein! Dr. Cox? Juhu! Was sind denn die anderen No's eigentlich? Achso, Darth Vader No. No! Aber ich will nicht weg! Ja, daran habe ich auch gerade gedacht. Ja. Was ist denn das eigentlich für die beiden? Darf ich mal? Ja. Du musst rauchen. Was? Rauch jetzt gefälligst. Das ist aus Family Guy. Das ist so eine Folge Lassie. Was ist das? Das mit dem Rauchen, das war aus so einer Verarsche von einer Lassie-Folge. Bei Family Guy. Ja, und dann so, irgendwas mit, da ging es um Pfirsiche oder sowas, haben die da drüber geredet. Und dann auf einmal so ein Einschnitt mit einem Typen. Du musst rauchen. Einfach so mittendrin. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Du hast recht. Oh, ist es ein Flugzeug? Nee, ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. In der Tat! Okay, machen wir mal weiter wieder hier. Grace, nur ein Let's get back to the game. Selbst wenn ihr ihn mit... Mit dem... dadurch nicht zum Menschen. Nee, wenn man ihn so anspricht, sicher nicht. Damit wird man selbst nicht zum Menschen. Menschen werden durch die Macht der Magie verwirrt und wissen nicht mehr, was eigentlich real ist. Das sind doch eure eigenen Worte, Inquisitor Aloysius Flamberg. Aloysius. Übrigens... Genau. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja. Ich hab's dir ja heute geschickt, ja. Nein, ich möchte verraten, mein Name ist Alois Runke mit CK geschrieben. Für alle, die das schon immer mal... Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Psst. Jetzt, na gut. Jetzt hat das... Nein, wirklich nicht. Jetzt hat das aber verraten. So ein Mist! Was? Nicht, dass ich wüsste. Aber ganz unwahr ist es nicht, was ich gesagt habe. Denk mal drüber nach. Hahaha. Einspruch. Machen wir nicht. Halt den Sound schon mal bereit. Ja, welchen? Ich hab zwei, aber mach den einen Satz und danach mache ich einen Sound und dann... Ihr wagt es, mich mit vollem Namen anzureden? Ihr Jonathan Frakes. Entschuldigung. Okay, nochmal. Das gleiche nochmal. Ihr wagt es, mich mit vollem Namen anzureden? In der Tat. Wie blöd das auch ist. Okay. Ah, die Inquisition ist dagegen, einen Papageien anzuhören. Übrigens, werte Herrschaften. Das ist der Mario! Mach den Mario Swing! Die Arme auf und ab! Der kam gut, oder? Mach den bitte noch einmal. Übrigens, werte Herrschaften. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ah.
Ich bin total fertig. Finish him! Okay. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Vitality. Flawless victory. Oh Moment, ich hab was. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Die Risiken und Nebenwirkungen. Das ist der totale Schwachsinn, Mann. Okay. Ich schätze, ihr solltet wissen, dass Cookie, mein treuer Gefährte, nichts vergisst, was er jemals gehört hat. Er erinnert sich also an alles, was er jemals gehört hat. Im Gegensatz zu den anderen Zeugen. Ihr habt also nichts zu verlieren, wenn wir Cookie befragen. Ihr Jonathan Frakes. Kinder. Wenn wir Clooney befragen, der war gut, der war echt schön. Also sollen wir mal, meinen Sie, Sie können uns helfen, Mr. Clooney? Nicht, dass ich wüsste. Sind Sie sicher? Nein, wirklich nicht. Oh Mann. Kommen Sie, dieser Prozess ist wichtig. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Da haben Sie recht. In der Tat. So ein Mist! Dafür stehe ich mit meinem Namen. Na ja, auch noch. So viel Scheiß, ey. Unglaublich. In der Tat. Oh Mann, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus. Mir tut schon die Wangen und Mundwinkel hier. Ja, mir auch. Das Gericht vertritt den folgenden Standpunkt. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Richtig, würde ich auch Hast so sagen. Hast du auch gemacht gerade? Nein, ich nicht. Ich wollte was anderes vielleicht. Aber nein. Was solltest du? Na gut. Die bisherigen Zeugenaussagen sind ein Flickwerk. Gut, dass das Elder ist. Ähnlich verworren wie die Lieder dieses seltsamen Barden. Oh Mann. Das Gericht hält es nicht für möglich. Das Gericht hält es für nicht möglich, dass der Prozess noch fortwährender wird. Ruf den gefiederten Zeugen auf. Jo, wie ist das möglich? Haben wir dazu einen Sound? Nein, nicht wirklich. Juhu! Okay. Wie ist das möglich? Was will der Kerl in blauer Mach du. Was will der Kerl in blauer Gewandung? Einen Papageien als Zeugen aufrufen? Der hat doch einen Vogel. Ruft man nicht auch diese Schattengestalten auf? Ich werde alles geben, um Maya da rauszuholen. Ob ich einen Papagei oder einen Schatten rufe, alles ist mir egal. Natürlich nur, solange es da nicht irgendwie illegal ist. Also egal oder illegal? Illegal. Krankegal. Oh. nein. Was? Ich hab noch nicht mal was gesagt. Haltet ein, wo soll ich eigentlich anfangen? Wo soll ich denn bitte anfangen? Zunächst einmal. Was ist mit diesem Knaben los? Er suhlt sich geradezu in dreister Selbstzufriedenheit. Damit meint er wohl mich, oder? Der ist ja gut. Bitte beachtet mich nicht, zieht mich einfach nur als Cookie-Sitzstange an. Übrigens, Papageien sind... Doping für die Haare. In der Tat, weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern.
In der Tat. Oh Mann. Papageienkacke auf dem Kopf. Die schlaue Art zu waschen. Oh Gott. Oh Mann.